Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Pfiest-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Okay. Was habe ich denn jetzt eigentlich da angeklickt gehabt? War's auch keine Saune? Ist ja, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ach ja, die ESU, richtig, genau. Und wir sind jetzt gerade hier. Komm. Scharfschützenjagd. Spider-Man, okay. Haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hatte eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie, mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Super. Eine super Nummer. Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Ja, jede Sekunde. Dann gehen wir Magnete, Margarete. So. Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ist nicht dein Ernst. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Ja, dann seh doch gut. Und tschüss. Gute Nacht. Yeah. Auf Wiese gehen. Niemand mag Camper. Nee. Spider-Man, auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Ach du Scheiße. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck. Schicken Sie mir, was Sie haben. Ja. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Halt. Jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man ja Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Nee. Ah, Mist. Oh, 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 oh. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Da ist er. Yeah. Minus eins macht zwei. Ja. So, jemand tau, würde ich sagen, ne? Weil wir haben noch fast 2 Minuten, das müsste eigentlich klappen. Außer, weil ich mache wieder irgendeinen Schreit. Ja. Oh. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Da. Wow. Dass sich das immer dreht, das ist... Ziel ist sicher. Nur noch einer. Ja. Schnell, sonst sterben Menschen. Ja, ich versuch's ja gerade. Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Nein, weil es nicht unbedingt notwendig ist. Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? Nein, nein. Au. Das war's? Buja. Buja. Officer, alle 3 Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Kopf sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme Ihnen Ihre Druckmittel weg. Die Druckmittel wegnehmen, das heißt keine also... Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Die Geiseln retten. Na, super. Da habe ich ja echt was Geiles angefangen. Aber mega. Yeah. Yeah. Ja, das geht ab wie die Schmitzkatze, Freunde. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Sch... Oh.
Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Oh oh. Das gibt garantiert einen Fail hier. Ja. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Ja. Ich hab's doch gesagt, es gibt einen Fail. Hühner, Scheiße. Mann. Ich muss da anders rangehen. Ich dachte, ich könnte rein. Zack, 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 zack. Aber nö. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Sie unbemerkt ausschalten. Ja. Ich versuch's ja. Ja, Gott. Ich kann nicht so schnell. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Hey, Moment. Kriege ich den hier? Ja, und genau dahinter. Das ist sehr gut. Mega geil. Ja. Oh, habe ich dich erschreckt? Wo, 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 wo? Moment. Noch. Nur noch den einen? Nur dann ist das mal erledigt. Yeah! Badawanga! Auf Wiese gehen, Sackgänger. Ja, ist doch wahr. Danke nochmal, Spider-Man. Hätte böse enden können. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Durchaus möglich sein. Ja, lass uns mal dahin. Yeah, Stufe 30, wow. Das nenne ich mal geil. Punkt 5. Naja, gut. Schauen wir mal. Was ist denn hier? Starke Verbindung. Mhm. Aber ich will ja das Ding auch noch. ESU, keine Ahnung, was das ist. Und überhaupt. Nee, ich sag ja, mit der ESU habe ich null Plan. Aber... wir haben ja wieder einen neuen Anzug. Yeah. Oh, ho, ho, ha, hi, yeah. Was haben wir da? 7 Herausforderungsmarken. 3 brauchen wir. 3 Basismarken. Nehme ich glatt. Yeah. Diesen Anzug. Fähigkeiten waren 5. Nee, nee, reicht noch nicht. Nee, 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 nee. So. Wieso ist denn... na gut. Ab dafür. Ja. Los. Ja, wir kriegen hier... ich weiß nicht, ob ich das in einem reinkriege. Ich hoffe es. Ja. Bin ich auf jeden Fall. Oh. Oh. Sie haben sicher schon vom Aufruhr an der Empire State University gehört. Aber das ist nicht der übliche Giftcocktail aus betrunkenen Kids, verwöhnten Millennials und wilden Hormonen. Die Behörden bewahren Stillschweigen über die Lage. Aber meinen Quellen zufolge haben die Dämonen die Studenten unter Drogen gesetzt und in tödliche Berserker verwandelt. Was ist aus unserer schönen Stadt geworden, Damen und Herren, wenn wir unsere eigenen Kinder fürchten müssen? Unsere Nachbarn, unsere Ehepartner. Seien Sie wachsam, machen Sie die Augen auf und behalten Sie den Barista mit der Hipster-Frisur im Auge, der Ihren Latte macht, sonst erwischt er Sie auch. Ja, super. Ist das nicht geil? Echt Heavy Metal, ey. Oh, halt. Nein, nein. Halt, hier muss ich lang. Was haben wir hier? Wow. Nein, nein, nix lauf. Oh, wer ist er denn? Tic-Tac. Gut, machen wir Tic-Tac. Mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort.
Wir müssen es probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Ach du Scheiße. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. East Harlem. East Osten. Hier. Midtown. East. Nee. East Harlem. Ja, das muss ja hier irgendwo sein. Geht ja gar nicht anders. Ja. Das ist eine Brücke. Upper West Side. Ja, ich sage East hier. Lasst und ich in diese Richtung. Ja. Absolut. Ja, ist viel Schwingen, viel hin und her. Aber was soll ich machen, ne? Ich kann es ja nicht ändern. Nee, gerade schnell reisen kannst du jetzt auch nicht. Ich habe mit Carlos geredet. Er fühlte sich. Was es auch immer war, es überfiel ihn nach der Halloween Party. Eine verzögerte Reaktion. Nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Das ist durchaus möglich, da gebe ich ihm sogar recht. Am Ende der Gleise eine Brücke. Am Ende der Gleise eine Brücke. Na, sauber. Ja. Ja, sind einige Sachen, die ich noch brauche. Und Happy Birthday, würde ich sagen. Entschuldigung. Ja, dass das jetzt so ein Hin- und Her-Schwingen ist, das konnte ich auch nicht wissen. Nö, nicht wirklich. Yeah! Boah. Hervorragend, ich sag's euch. Nach Paris, habe ich euch schon mal gesagt. Lies Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Ich bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Ja, das sah vor allen Dingen mit der Gesichtserkennung und das alles. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt geil. Ja, absolut. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. What the fuck? Ja, da muss ich mal in diese Richtung hier. Oh. Ja. Mal hier lang. Ja, ich muss die ja irgendwie finden, die Hochbahn, ne? Das ist ja schon mal so eine Sache. So. Aber ob das hier ist, das kann ich auch nicht sagen. Wo sind denn die Bahnen? Da hinten, das sieht wahrscheinlich dann noch aus. Sag mal, wo sind wir? Ja. Ja. Aber wo soll das sein? Hochbahn könnte haben, wenn ich die Hochbahn... Guck mal hier, da habe ich auch noch einen. Wenn ich in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Ah, ich sehe es gerade. Ja, ich sehe es gerade. Ja, nu, es ist ja nicht ganz so... Ei, einfach. Ja. Ist hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Halt. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Der Mantau, würde ich sagen. Ab dafür. Sind nur ein paar Meter. Oh, wir haben es geschafft. Da sind sie. Beenden wir das. Hilfe! Bitte helft uns! Du komm! Boah, diese Verzögerung, ey. Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Oh nein, du bleibst hier, mein Freund. Und zack. Aber da sind noch mehr. Halt. Wo ist denn hier noch einer? Kann ich gar nicht sehen. Halt da. Zieh die Haut ab. Zeig die Wahrheit. Genau. Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser.
Oh Mann. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Was? Welche Tür? Ach, da. Halt. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, das war's. Du glaubst oder weißt? Ich habe meinen Latte getrunken. Und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Super, super, super duper. Ja. Oh. Ich muss irgendwo hin, wo ich mich mal eben in aller Ruhe konzentrieren kann. Ja. Eieieiei. Wir sind hier hinten. Das ist gar nicht so ohne, das sag ich dir. Nee, was ist das denn hier? Komm, Internetberühmtheit. Ich glaube, das weiß ich sogar, was das ist. Ja. Es ist ganz geil. Absolut. Ja. Wahnsinn! Du bist da! Ja? Und? Hallo? Lass aus dem Mund fallen. Oder haben Sie... Das also? Die Screwball-Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Mm-mm. Tja, in dem Fall? In dem Fall mache ich's. Ja. Hab's. Zack. Und nu? FM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Mhm. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen ganz besonders einer. Der nächste Matrix... Jetzt kommt... Oh, Entführungsopfer! Was? Ich weiß! Erhöhter Einsatz, all das. Ist sie nicht telegen? Gefangen! Hilflos. Wird sie verhungern? Super. Ersticken? Die Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Das ist echt übel. Sie ist irre. Oh. Aber ich muss mitspielen. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Da war's. Hab's. Ach Mist. Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu... Okay. Jetzt zeige ich euch mal was. Sind jetzt alle durchgeknallt? Es sieht so geil aus. Au! Wow. So, nu? Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Spidey. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese wow. Leidenschaft. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Ja. Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich! Unsere Freundin ist allein und traurig. Was ist das denn hier? Moment, irgendwas muss ich... Sorry. Aber das will ich jetzt mal... Ja, es läuft heute nicht so, wie es sein soll. Ernsthaft. Was für ein Schreck. Sorry, aber... Also kann ich das jetzt nicht machen. Scheiße. Na prima. Ah, da oben, ich sehe es. Ah. Sorry, Freunde. Da ist der andere Code. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. Ja, das wird knifflig. Ja. Oh. Also von hier geht's nicht. Von da? Ja, ja, sicher. Von hier. Nein. Hops. Yeah! Das ist jetzt total inoffiziell. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell. Na super. Voll Bombe.
voll Bombe. Sauber der Mann. Nein, nein. Und meine Menschen tippen ebenfalls Fotomann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Na, ist super. Nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Ja, gut. Dann zügig. Aber sowas von zügig. Denn, würde ich sagen, dann lasst uns hier durch diese hohle Gasse müssen wir kommen. Oh yeah. Wow. Yeah. Mal Kameras, hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, so, ich reiße die Tür ein. Ja, dann machen wir das. Oh mein Gott! Spider-Man, oh mein Gott! Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade! Screwball! Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau! Noch mehr Follower! Screwball! Setz uns in den Feed! TLDR! Ich heiße das offiziell nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören. Ich mach dich fertig. Du machst gar nichts. Der will doch nur angehen. Hau ab, Renner. Weißt du was? Jetzt gibt es richtig was von Backen. Kann ich dir sagen? Die Fresse halten. Aua, au. Aua. Ja, später, aber jetzt noch nicht. LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich habe gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. So, ja, absolut. 6 Points. So, Freunde, jetzt werde ich mich mal eben da oben hin und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ja. Gut, gut. Genau. Ab dafür. Jetzt gehen wir dahin. Jetzt will ich das letzte Foto da machen. Und dann ist das, glaube ich, auch Geschichte hier. Ja. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal da rechts. Seht das da? Ja. Ich sag ja, hier oben die Gegend, die ist heftig. Es ist ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Ja. Auf diesem Grat stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige Absendenmotive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Oh. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bitte ich. Da ist noch ein Täubchen. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Nee, absolut nicht mehr. Oh, 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 oh. Wow. Ah.
Alter. Yeah. Hab ich dich. 12 von 12, da haben wir sie alle. Ja, sicher. Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Naja, Sandra kam besser mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so, als ob etwas von ihr weiterlebt, weißt du? Ich verstehe ganz genau. Du bist ein guter Mensch, Howard. Komm einfach vorbei, wenn du die Familie mal besuchen willst. Clarence sagt, er vermisst dich. Danke nochmal, Spider-Man. Na, sauber. Ist das nicht geil? So, wo ist der? Da. Sicher, den holen wir da mal hoch. Auf jeden Fall. Zack, die Bohne. Der scheint auch sicher zu sein. Ich hätte vorher anrufen sollen. Ja, absolut. Oh. Gefahr. Der ist sicher. Dann nehmen wir den doch mal. Den sicheren. Auf jeden Fall. Ja, ich wurde jetzt gerade wieder unterbrochen, aber das war fürs Essen. Ja. Boom. Okay, yeah. Mal sehen, was drinnen los ist. Sekündchen. Ja, das ist jetzt blöde. Aber pass auf, wir machen jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay.